Hi, hier ist Chrissy. Heute möchte ich euch meinen Lieblingslook vorstellen, den ich mit den Hero-Produkten kreiere. Als erstes trage ich die Mineral Foundation von Hero auf, im Farbton Cameo. Das Schöne ist an dieser Mineral Foundation, dass die auch einen Sonnenschutz hat von 25. Und ich finde, sie hat auch eine super Deckkraft, gerade ja, für unreine Haut. Wie ihr seht, habe ich gerade unreine bzw. ja, zur Rötung neigende Haut. Da ist die wirklich super geeignet, weil die sehr schön deckt. Und das Praktische ist auch, ich fahre jetzt zum Beispiel morgen in Urlaub und ich verreise nur mit Handgepäck. Und da ist das ganz praktisch, dass man das so mitnehmen kann. Das zählt ja nicht als Flüssigkeit. Ja, das Schöne ist auch an der Foundation, die ist vegan. Und ich finde auch super verträglich. Also vor allem für Leute, die empfindliche Haut haben, ist die wirklich super geeignet. Oder auch die zu Akne neigen. Wie ich, passt die echt super. Als nächsten Schritt trage ich den Space Balm in dem Farbton Thalia auf. Ja, hier mag ich vor allem die cremige und auch pflegende Konsistenz. Die Deckkraft würde ich so als ja, leicht so bis mittel beschreiben. Und das Tolle ist auch bei dem Space Balm, dass der in einem Refill erhältlich ist. Das ist halt auch sehr wichtig, finde ich, dass es auch nachhaltig ist und so könnt ihr halt immer das Refill nachkaufen und dann hier einfügen. Und es kommt auch in so einem ganz tollen Spiegel. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, ist es auch sehr praktisch zum Auftragen. Als nächstes trage ich den Multistick im Farbton Havanna auf. Ich nutze den Multistick zum einen als Lidschatten. Damit fange ich jetzt an. Hier einfach mit dem Finger schön etwas reiben und dann aufs Augenlid geben. Wie ihr seht, schimmert das richtig schön in so einem goldenen Bronzeton. Ich bin noch nicht fertig mit dem Augen-Make-up. Jetzt trage ich den Lidschatten im Farbton Analog auf. Ja, so die Hälfte des Augenlids und dann so von da oben nach hinten. Um das Ganze noch etwas abzurunden, nutze ich den Eye Pencil im Farbton Achromatic. Ich trage nun den Eye Pencil auch am unteren Wimpernkranz auf, aber nur so ganz leicht. Um das Ganze abzurunden, trage ich nun den Badaboom Mascara von Hero auf. Die Bürste mag ich besonders gern, da hat man auch so kürzere Seiten, längere Seiten und ist auch eine Silikonbürste. Und wie man sieht, definiert das die Wimpern richtig gut. Jetzt kümmere ich mich um meine Augenbrauen. Hierfür nutze ich zum einen diesen Pinsel, das ist der 2.60. Zusätzlich nutze ich die Wow Brow Pomade im Farbton Medium. Jetzt kommt wieder der Multistick in Einsatz und zwar ist es der Havanna Multistick, den ich ja schon auf dem Augenlid trage und den nutze ich jetzt als Bronzer. Und hier gebe ich jetzt einfach an der unteren Linie unter den Wangen. Ich trage nun den Multistick im Farbton The After Hour auf. Ich nutze den vor allem als Rouge und ja, ich trage den hier einfach oberhalb der Wangen auf. So, jetzt kommt der letzte Schritt und zwar trage ich nun den Lippenstift auf im Farbton Bam. Ja, wie ihr seht, ist das so ein schöner Violettton. Das Schöne ist an dem Lippenstift, dass die wirklich auch feuchtigkeitsspendend sind und pflegend und die Farbe gleichzeitig auch lange hält. Ja, das ist mein Hero-Look. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.